So, auf in den Gemeinschaftsraum. Hier war, glaube ich, direkt hinter mir jemand, ne? Genau, das ist nämlich eigentlich ziemlich gemein, direkt hinter dem Punkt, wo man reinkommt. Ja, what? Steht da jemand rum. Enra, ich weiß nicht, ob wir den schon mal hatten. So, du bist also auch zurück, ja? Ich habe ein Hühnchen mit dir zu rupfen. Was? Eine Schelte abholen? Ja, unbedingt. Du klebst doch immer an Ram. Was ist bloß in dich gefahren? In Militis war sie in Gefahr, wie konntest du das nur zulassen? Es ist deine Aufgabe, sie zu beschützen. Was, wenn ihr es was Ernstes zugestoßen wäre? Wäre ich ein Kadett Klasse 0, wäre das alles nicht passiert. Wenn dir Ram wirklich wichtig ist, dann beweis es gefälligst auch. Okay. Ist das etwa der Fanboy-Typ? Aber der stand doch eigentlich draußen im Garten rum und hat dort dir eine Aufgabe verteilt. Hm, wer weiß. Der hat sich herumgeportet wahrscheinlich. Naja, was soll's. So, der Mokri... Ach, hier drüben steht Seven rum. Siehste mal, haben wir doch eine aus unserem hey. Team. Selbst jetzt kommen noch ständig Leute, die uns um irgendeinen Gefallen bitten. Und man kann so schlecht Nein sagen. Denkt man eigentlich gar nicht von Seven? Es steht aber auch in ihrer Beschreibung, sie wirkt ein bisschen abweisend, ist aber eigentlich eine unglaublich gute Seele und kann Leuten, denen sie sich verbunden fühlt, keinen Gefallen abschlagen eigentlich. Nicht wahr, kleiner Mokri? Ich brauche deinen Rat, Kupo. Was kann ich nur machen, damit die Kadetten meiner Klasse besser auf mich hören, Kupo? Wie wär's, wenn du erstmal diese lächerliche Uniform, naja, Uniform, wenn man es ja nicht nennen, dieses lächerliche Kostüm ausziehst, Mensch. Na gut, geben wir dir mal ein paar Tipps hier. Meine Klasse ist etwas chaotischer als die anderen, Kupo. In der Klasse 12 sind viele Kadetten, die nicht so richtig in eine andere Klasse passen. Solange sie das Minimum leisten, scheint man ihnen alles durchgehen zu lassen. Aber mir gefällt das nicht, Kupo. Ich will, dass meine Klasse genauso ordentlich den Unterricht besucht und ihre Hausarbeiten macht, wie alle anderen Klassen auch. Und sie brauchen ein wenig mehr gesunden Menschenverstand, Kupo. Wenn sie nicht vernünftig lernen, werden sie nie mit Magie umgehen können. Und wenn sie nicht mit Magie umgehen können, können sie nicht als Kadetten an der Akademie bleiben, Kupo. Ich mache mir solche Sorgen um meine Klasse. Oh je, ich habe solche jetzt habe ich Kopfschmerzen, Kupo. Du Armer. Da hat er sich aber mal ausgeheult hier, der Kleine. Mensch, Mensch, Mensch. So, auf zum Salon. Ein paar Orte haben wir noch abzugrasen. Bevor wir weiter im Text gehen können, haben wir denn hier irgendjemanden? Ja, da hinten. Okay. Deuce, was gibt's denn bei dir? Is something the matter? Hast du schon gehört, dass Lady Celestia zur Lassie der Himmelsdrachen berufen wurde? Ach, Celestia war diese, die Botschafterin, die hier mal war, ne? Glaube ich. Wollen wir doch mal wissen, natürlich. Es heißt, der Azurne Kristall hätte Lady Celestia nach dem Tod von Königin Andoria zur Lassie berufen. Concordia verbreitet diese Nachricht natürlich in alle umliegenden Länder. Ein kluger Schachzug. Lady Celestia ist die Wächterin des Akatoki-Regiments. Gerüchten zufolge die stärkste Wächterin in ganz Concordia. Dass ausgerechnet sie zur Lassie wurde, stärkt natürlich die Moral des Volkes und verbreitet Angst in den Himmelsdrachen feindlichen Ländern. Wenn wir sie das nächste Mal treffen, wird sie eine andere Person sein und sich nicht mehr so geduldig anhören, was wir zu sagen haben. Sie ist nun eine Lassie des Azurnen Kristalls. Damit wird sie uns ohne Zweifel als starker Feind gegenüberstehen. Stimmt, Celestia war ja diejenige, die uns in Ingram, in der Hauptstadt von Militis, angegriffen hatte und dann hat ziehen lassen. Ist aber eigentlich ganz gut, dass sie das ist. Ich meine, klar wird sie dann dem Kristall und seiner Weisung unterlegen sein oder unterliegen, aber... Zumindest hat sie ja ansonsten ganz vernünftige Ansichten und es kann durchaus mal helfen, finde ich. So, sie ist wieder da. Genau die meine ich. Bei der kann man irgendwelche Gegenstände abgeben, die man halt in den Städten kaufen kann. Wie Blumen oder Pralinenschachteln oder Bikinis oder was weiß ich, lauter so ein Zeug. I missed you. Dieser neue Badeanzug ist etwas gewagt, aber sehr hübsch. Viel zu schade, um ihn nur in meinem Zimmer anzuziehen. Hoffentlich kann ich bald an den Strand. Yeah. Das wollte ich wissen. Nein, mit der werde ich nicht weiter hantieren. Die ist nicht unbedingt so mein Fall. Ich gehe mal ganz kurz in dem Labor schauen. Vielleicht
Ich hatte halt gelesen, dass es nur in den letzten 6 Stunden der freien Zeit ist, aber vielleicht hatte ich mich auch verlesen und zwar gemeint, in den letzten 6 Stunden eines Tages. War das hier? Nee, hier drüben, ne? Genau. Schauen wir doch mal rein. Ah, er ist da. I've been waiting. Warum mache ich das freiwillig? Ich weiß es nicht. It feels like it's been a while since I've spoken to Kurosume. I guess that's what happens when you have different responsibilities. But it would be nice to work together again sometime. Das war's? War ja nicht so viel. Ein Megatag gehalten, wunderbar. Die Frage ist, was haben die beiden denn eigentlich früher mal gemacht zusammen? Was hat sie denn verbunden eigentlich? So, auf jeden Fall sollten wir öfter mal mit ihm bei ihm vorbeischauen, wenn die Freizeit ist. Ich glaube, man muss mit verschiedenen Charakteren dort vorbeischauen, damit man da irgendwas erreichen kann. Ich werde mal... Achso, wir haben noch die Chocobo-Stallungen vor uns, genau. Ich werde auf jeden Fall dann mal den Charakter wechseln und dann gehen wir ja sowieso auf Feldmissionen. Wobei ich vielleicht auch kurz einen Abstecher nach... Oh Gott, wie hieß es denn? Habe ich vergessen. Nach Corsi, glaube ich, war das gewesen, ne? Ich glaube, in Corsi war das. Machen könnte, weil es dort halt Sachen zum Kaufen gibt. Ich weiß halt nicht, ob wir jetzt einen Badeanzug für die Tante da kaufen müssen oder wie das aussieht. Keine Ahnung. Egal, Chocobo-Stallung. So, hier dürfte ja eigentlich keiner weiter rumspringen. Hier habe ich übrigens den Kaktor getroffen, dem ich dann seine Blüte abgenommen habe. Steht hier jemand von uns? Nee, ne? Ach, Aki, die haben wir auch schon mal getroffen. Alles klar? Dass die Leute, die euch wegen diesem Mord an der Königin nerven, einfach links liegen. Es gibt genug Leute, die euch glauben. Das finde ich sehr schön. So sollte es sein. Gut, schauen wir mal wegen der Zucht vorbei. Deine Küken sind nun ausgewachsen und können eingesetzt werden. Um weitere Küken zu züchten, musst du erst ihr entgegennehmen. Klar, her damit! Aggressor Chocobo männlich. Wie wär's denn mal mit weiblichen gewesen? Naja, du hast die Chocobos entgegengenommen. So, dann würde ich sagen, starten wir mal eine neue Zucht. Wir haben ja jetzt einiges an neuen Gegenständen, an neuen Kräutern. Was machen wir denn mal als männlichen? Setzen wir doch mal so einen Aggressor Chocobo ein. Und dazu... Wir machen das mal folgendermaßen. Wir nehmen den Aggressor und dazu einen normalen weiblichen Chocobo und setzen das Tentelkraut ein, genau. Sollte der Aggressor rauskommen, schauen wir doch mal. Ich hätte gern weibliche Aggressor-Chocobos, wisst ihr? So, haben wir wieder ein Ei im Eimer liegen. Wunderbar. Können wir dann später mal vorbeischauen und unsere kleinen Küken in Empfang nehmen. Jetzt aber erstmal gehen wir ins Klassenzimmer, um noch ein bisschen was an unseren Statuswerten zu machen. Falsche Richtung? Nee, richtige Richtung. So. Auf jeden Fall sollte ich mal den Charakter wechseln, wie ich das vorhatte eigentlich. Ich wechsle mal auf King, genau. Wechseln wir mal auf King. So. King mag ich auch sehr. Seven und King sind meine Lieblingscharaktere aus der Klasse. So. Schauen wir doch mal. Hier gibt es nämlich doch einiges zu machen. Kampfgrundlagen 2. Steigerung der EP. Kampfgrundlagen für Fortgeschrittene. Genereller Sinn und Zweck von Missionen. Das haben wir doch alles schon mal gehabt, den Text, oder? Ich glaube schon. Schauen wir einfach mal so rein. Hier sind die Tests von letzter Woche. Was? Wie kann das sein? Ich habe nur 98 Punkte? Wieder 8 Punkte mehr als ich. Dann habe ich ja 2 Punkte mehr als du, Trey. Wow, Leute, wenn ich meinen Test umdrehe, habe ich 99 Punkte. Sync ist so eine Dumpfbacke. Es ist Wahnsinn. So, wer ist denn jetzt aufgestiegen eigentlich? Ging das jetzt alles an King? Auf jeden Fall ist er jetzt Level 38. Wir schauen mal kurz. Ich hoffe doch, ihr habt das ein bisschen verteilt.
Ja doch, sieht so aus. Es ist nicht bloß King hochgegangen vom Level her. Okay. Bin ich dabei, also in Ordnung. Und Magiegrundlagen 2 als nächstes. Steigerung der Magie, okay. Okay, das hatten wir, glaube ich, schon mal den Text, ne? Lassen Sie die Klasse an meinem Wissen teilhaben. Ja, ja, das hatten wir schon mal. Genau. Okay, es ist, glaube ich, immer so, dass es an jedem Tag eine neue Zwischensequenz gibt, beziehungsweise einen neuen Wortwechsel, ja? So, Vitalitätssteigerung. Steigerung der TP. Das klingt gut, das will ich unbedingt haben. Vitalitätssteigerung für Anfänger. Zu menschlicher Anatomie und effektiver Trainingsmethodik und wie man das richtige Trainingsprogramm für sich erstellt. Her damit! Gut, wieder mit den Tests von letzter Woche, das kennen wir schon. Maximale TP um 50 gestiegen, sehr schön. Besser als nix auf jeden Fall. Auch wenn es von mir aus ruhig hätten 100 sein können. Magiesteigerung 1-1. Steigerung der MP, auch gut. Immer her damit. So, wer von euch sammelt heute die Hausaufgaben ein? Hatten wir das schon mal? Ich glaube nicht, ne? Also ich nicht. Nach der Stunde hier bin ich weg. Ja, gut, ich übernehme das. Ich helfe dir, Queen. Zu zweit geht's schneller. Danke. Schön, dass wenigstens einige Kadetten etwas Eigeninitiative zeigen. Nee, ich glaube, das hatten wir noch nicht. Und da hat sich mal wieder gezeigt, Seven kann es einfach nicht lassen, den Leuten zu helfen. Für heute gibt es keine weiteren Unterrichtsstunden mehr, Kupo. Genießt eure Freizeit, ihr habt es euch verdient, Kupo. So, und da wir jetzt schon wieder in den letzten 6 Stunden des Tages sind, will ich mal schauen, ob es möglich ist, innerhalb einer Freiphase zweimal hinzugehen zu dem Typen im Labor. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, ich vermute mal bald, dass er wirklich bloß einmal auftaucht. Aber man kann es ja mal probieren, wer weiß. Wenn doch, wäre das ziemlich cool, weil wir dann, obwohl wir jetzt schon im fünften, oh, es geht wirklich, obwohl wir schon im fünften Kapitel sind, dann vielleicht doch alles abarbeiten können mit ihm. Schauen wir mal. I've been waiting. Jetzt ist King dran. When it comes to muscle volume, male bodies are by far the most interesting. Maybe I should consider collecting a larger number of male samples for my studies. Was machst du denn eigentlich mit den Leuten? Da muss man sich ja echt Sorgen machen hier mit dir. I've been waiting. Oh, du bist es. Tut mir leid, aber ich würde lieber mit jemand anderem aus deiner Klasse reden. Wenn du da bleibst, komme ich sofort wieder mit jemand anderem. Kein Problem. Das lässt sich machen. Warte kurz, ich gehe kurz den Charakter wechseln. Da kriegen wir auf jeden Fall alle aus der Klasse 0 durch. Ich dachte, man müsste wenigstens bis zum nächsten Tag warten, aber man kann ja wirklich innerhalb der letzten 6 Stunden eines Tages immer wieder mit ihm reden. Das ist doch praktisch. So, ich glaube, nein hatten wir auch noch nicht, ne? Nehmen wir erstmal ihn. Gehen wir erstmal mit unseren Hauptcharakteren so ein bisschen hier durch. So, und dann können wir uns noch auf den Feldeinsatz machen und haben dann die Zeit optimal genutzt bis zur nächsten Mission. Dann klappt es nämlich ganz genau mit der Zeit. Dann kommen wir genau wieder an, wenn die nächste Mission beginnen kann. Nicht wahr? I've been waiting. I've seen all kinds, but Crossmay's body really is the most fascinating. Just what I'd expect from someone who is still in active service. Das klang jetzt ein bisschen verfänglich, muss ich sagen, mein Freund. Oder kam das nur mir so vor? Er hat schon viele Körper gesehen, aber der von Kurasame ist der beeindruckendste. Na gut, wie er meint. Wir gehen mal nach draußen und werden uns noch dieser Feldmission widmen, diesem Feldeinsatz. Ich bin mal gespannt, worum es geht dabei. Denn das klang so, als ob wir irgendwie... Also irgendwie jetzt an die Grenze, als ob wir da irgendwie direkt an die Grenze zu Melites vielleicht gehen und dort ein bisschen rum
rampagen. Ich hab keine Ahnung, was wir genau machen. Können wir aber vorstellen, dass es wieder in die Meroe-Region geht. Schauen wir mal. Ja, ich möchte wieder einen Feldeinsatz machen. So, was haben wir denn da? Die Kommandozentrale plant, das gesamte ehemalige Ruhrbrummer Gebiet bis zur Ostküste an der großen Brücke zurückzuerobern. Oh, okay. Dafür muss jedoch die dort neu errichtete militische Basis Rienauen eingenommen werden. Unsere Einheiten werden bei dieser Mission in der Meroe-Region von Kadetten der Klasse 0 unterstützt. Führt sie zum Sieg. Geht klar. Schauen wir uns mal an. Abhängig davon, wie genau das jetzt hier aussehen wird, werde ich dann auch in Zukunft entscheiden, ob die Feldmissionen dann in der Aufnahme gemacht werden oder abseits davon. Was gab's bei dir? Der Energiewall vom Notstollen im nördlichen Turgorath hat sich aufgelöst. Ach ja, genau. Das Imperium hat ihn errichtet, doch sie scheinen keine Verwendung mehr dafür zu haben. Danke für den Hinweis. Der ist so ein bisschen der News-Typ hier. Ich hätte vielleicht mal speichern sollen. Naja gut, was soll's. Wo genau müssen wir hin? Doch wieder mehr Ruhe-Regionen, ne? Hattet ihr nicht was von Osten erzählt? Das ist nicht Osten. Naja, was soll's. Chocobo. Auf geht's. Dann können wir ja vielleicht nochmal in Meroe speichern gehen. Bevor wir uns dann auf den Weg machen zur eigentlichen Mission. Also doch so, wie ich dachte. Ich hatte mir schon gedacht, dass wir in der Meroe-Region dann gegen die Militärstützpunkte dort ziehen vielleicht. War irgendwie naheliegend. So, den Chocobo da drüben lasse ich jetzt mal links liegen. Oder rechts, wie auch immer. Du hier liegst aber so halb auf dem Weg. Dich nehme ich mit. Komm her. Komm her. Meiner. Wunderbar. Und damit können wir weiterziehen in die Iskar-Region. Wenn ich schon mal hier bin, könnte ich eigentlich... Da bin ich fast schon versucht, nach Iskar zu gehen, um nochmal wegen dem Messie-Stein zu schauen. Mal schauen, ob ich das mache. Keine Ahnung. Wäre nicht ganz abwegig, ne? Ach nee, komm. Das ist jetzt... Ist mir zu viel Umstand gerade. So, können wir ja eigentlich gleich durchreiten. Da drüben sind ja die Ruinen. Ich weiß nicht, ob das geht. Ja doch, man kommt, glaube ich, ganz gut durch. Aber da drüben gibt es den Chocobo. Den will ich haben. Hier auch? Hier auch! Dann nehme ich erstmal dich. Schließlich bist du gleich um die Ecke. Auch wenn ich ihn nicht sehe, aber wir können ja den Pfeilen folgen. Komm her, komm her! Wo bist du? Du blödes Sie! Komm her! Du bist meine! Ein weiblicher Chocobo, wunderbar. Ach gut, komm, ich mache jetzt nicht erst da oben in den Norden. Wir bleiben gleich hier. Vielleicht mal die Viecher hier ein bisschen umrunden, damit wir da nicht gerade reinrennen. Dann kann ich noch den Chocobo dort auf dem Weg mitnehmen. Das reicht dann, denke ich, auch. Ich will bloß immer noch mal Chocobos mit sammeln, damit ich hier, wenn ich die einsetze, halbwegs eine neutrale Rechnung habe, sozusagen. Nein, ich will auch gar nicht dorthin. So, du kommst her. Und wenn ich schon mal hier bin, kann ich auch den anderen noch gleich mitnehmen. Dann hat sich das doch richtig gelohnt hier. Nicht wahr, mein Kleiner? Stehen geblieben. Wunderschön, wunderschön. Gefällt mir. So, Sturm auf die Grenze. Die Kommandozentrale, achso, das hatten wir ja schon durchgelesen. Dann stürmen wir mal, ne? So, da sind wir wieder. An der Stelle gibt es einen kleinen Cut, weil ich ganz einfach schon zweimal versucht habe, diese Mission zu machen und die sich ziemlich in die Länge ziehen kann und ich in beiden Fällen gescheitert bin. Bei dem zweiten Versuch bin ich ganz am Ende gescheitert, als ich die letzte Stadt erobern wollte. Es handelt sich dabei nämlich mal wieder um so eine Sache wie damals, als wir die Region Ruhrbrummen zurückerobert haben. Und wir kämpfen entsprechend auf der Karte. Es ist bloß ein ganzes Stück verwirrender aufgebaut. Und da kommen doch so ein paar Schwächen zum Vorschein in diesem System. Wir schauen uns das einfach mal an. Ich kann es ja dann mal erklären, wenn wir an der Stelle sind. Erstmal begeben wir uns zum Sturm auf die Grenze. Natürlich mit dem üblichen Team. Allerdings werde ich mal einen anderen Hauptcharakter nehmen. Und zwar Trey. Mit dem bin ich nämlich, habe ich das Gefühl, zumindest am besten klargekommen soweit erstmal. So, los geht's.